Kinder- und Jugendstimme. Das heißt, der Fokus liegt wirklich auf dieser Altersgruppe und damit sind wir im nationalen, aber auch internationalen Bereich eine der wenigen Veranstaltungen, die sich so auf dieses Alter konzentriert. Zum einen ist das Thema Kinder- und Jugendstimme hier in Leipzig ein Forschungsschwerpunkt. Damit sind wir auch immer wieder in der Lage, aktuelle eigene Studienergebnisse in dieses Symposium einfließen zu lassen. Zum anderen ist die Besonderheit der Kinder- und Jugendstimme die Entwicklungsdynamik. Wir haben ja im Prinzip von der ersten vokalen Äußerung, dem Säuglingsschrei, bis zum jungen Erwachsenenalter eine ständige Veränderung dieser Stimme. Und das ist etwas, was einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf, denn sie haben ja in den einzelnen Altersgruppen unterschiedliche stimmliche Voraussetzungen, mit denen sie auch musikpädagogisch arbeiten, beziehungsweise die wir dann auch in der medizinischen Betreuung beachten müssen. Wir verstehen unser Symposium als ein interdisziplinäres Podium, auf dem in Augenhöhe kommuniziert werden soll. Also wir laden herzlich alle Professionen ein, die sich mit der Stimme beschäftigen, Schwerpunkt Kinder- und Jugendstimme, und versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es Spaß macht, Wissen zu erlernen. Ich finde einfach toll, diese Vielfältigkeit, dieses Interdisziplinäre, und bin rundum begeistert. Tatsächlich gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, das zeigen gerade die wissenschaftlichen Vorträge, und das über die 14 Jahre zu beobachten, was sich da Schritt für Schritt tut, ist super spannend. Ein ganz wichtiger Grund zu kommen ist, dass man wirklich einen neuen, einfach Zeit hat, mal wieder drüber nachzudenken oder auch seine eigene Arbeit zu reflektieren, und B, weil es einfach eine super schöne Stimmung ist. Also, ich kenne kein Symposium, was so schön ist. Ja, das ist tatsächlich die Atmosphäre, die hier auf uns wirkt als Teilnehmer, die aber auch sozusagen von den Referenten, von den Verantwortlichen ausgesprüht wird. Das ist so von der ersten Sekunde an gar kein Ankommen nötig, sondern man ist da. Also interdisziplinär kann man hier sehr gut Kontakte knüpfen und das Angebot ist einfach super. Weil ich nicht Sängerin bin, sondern Sprechwissenschaftlerin, auch mal singen kann und versuchen kann zu improvisieren und was hier alles Thema ist. Und das finde ich immer ganz klasse. Jedes Mal, wenn ich am Sonntagnachmittag von dem Symposium nach Hause gehe, bin ich ganz froh und glücklich und eben auch bereichert. Denn auch wir haben dazu gelernt, auch ich habe dazu gelernt. Und wenn das gelänge, dass jeder mit diesem Gefühl nach Hause fährt, er hat was mitgenommen, er hat Impulse mitgenommen, er hat Neues kennengelernt, er hat aber auch eine Bestätigung seiner eigenen Arbeit vielleicht mit den Kollegen im Gespräch gefunden und er hat alte Kontakte pflegen können, vielleicht auch neue Freundschaften und Kontakte herstellen können, dann hätten wir unser Ziel erreicht.